Okay, wir gehen jetzt mal zum nächsten Ding. Incontinence. Ja, aber er ist auch ein bisschen mutiger geworden hier. Ein paar neue Locations, ne? Also er hat sich diesmal wirklich die Mühe gemacht und hat es umhergefahren wahrscheinlich. Egal wie viele Shitstorms noch kommen, es ist Julian Ball. Ja, krass, Digga, er zieht das ja eiskalt durch. Ich dachte jetzt, das wären vielleicht... Aber er macht das ja... Also das ist krass, Digga, das ist wirklich sein Film. Er zieht das durch. Wie viele Shitstorms noch... Egal wie viele Shitstorms noch kommen, es ist Julian Boss. Fick ihre Mütter im Contenance. Egal wie viele Shit... Ey, sorry, Alter, aber diese Stelle, die muss ich mir nochmal geben. Das ist ja zu geil, Digga. Ey, irgendwie, keine Ahnung, Alter, manchmal denkt man auch wirklich, man guckt sich irgendwie so ein Deepfake an, oder? Oder so AI, Alter, irgendwie so künstliche Intelligenz irgendwie. Man hat so einen lustigen Prompt eingegeben, tanzender Julians Blog oder so. Ich weiß nicht. Egal wie viele Shitstorms noch kommen, es ist Julian Boss. Fick ihre Mütter. In Contenance, egal wie viele Shitstorms noch kommen, es ist Julian Boss, fick ihre Mütter, in Contenance, sie wollen. Da wurde genau weggeschnitten, als er, glaube ich, selber lachen musste. Ich finde, die Hook kommt trotzdem besser als im letzten Song. So im letzten, das war irgendwie komplett off so vom Feeling. Hier ist es ein bisschen so wie dieser erste Zweizeiler da im ersten Ding. Oder im zweiten, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Songs wir gerade gehört haben. Also es ist immer noch befremdlich, aber es, weiß ich nicht, Alter, fühlt sich nicht so falsch an wie im letzten Ding. Shitstorms noch kommen, das ist Julian Boss. Fick ihre Mütter in Contenance. Sie wollen, dass ich lasche Witze mache, doch pass mich nicht an, YouTube kann sich an mich anpassen. Mach Musik und wenn ich will, sag ich 10-mal Fotze. Was will man mehr außer eine Bitch, die den Penis squattet? Yeah, Julian Boss ist im Haus, bin nur hier, um Kontra K seine Hoffnung zu klauen. Und Rapper Mütter können den Schwanz lecken, denn es ist an der Zeit für einen Machtwechsel und immer weiter den Rothaarigen. Ich find's halt auch so geil, wie er so einfach seinen Film fährt, so, ich meine so 50.000 Klicks. Ja, was nicht bad ist, ne, aber ist weit weg von einem großen Hype, aber er zieht komplett durch, Digga. Er rappt trotzdem so, als hätte er immer noch seine 2 Millionen Klicks und fickt komplett Deutschrap in den Arsch, Alter. Das ist ihm total Wayne, Alter. Der könnte auch mit 5 Klicks da stehen, wäre ihm egal, Digga. Ist Zeit für einen Machtwechsel, ihr Fotzen. Julian Boss ist back im Gebäude. Das rechne ich ihm hoch an, Digga. So, ein Selbstwertgefühl mangelt ihm nicht, Digga. Ist ihm total Wayne, Digga. Er nimmt Deutschrap Hops, Digga. Ob jemand zuschaut oder nicht, juckt ihn nicht die Mode, Alter. Lecken, denn es ist an der Zeit für einen Machtwechsel. Und immer weiter den Rothaarigen misshandeln. Denn er lutscht an Schwänzen und kubanischen Zigarren. Und der Rothaarige. Immer weiter den Rothaarigen misshandeln. Denn er lutscht an Schwänzen und kubanischen Zigarren. Hängt in seinen Reactions und hält sich für einen geilen Hengst. Doch ich bin erst zufrieden, sobald er an einem Seil hängt. Piss in dein Haus und Garten. Mach mit deiner Slut eine Spritztour und mein kein Auto fahren. Keine Digga, was hat er denn so gefressen? Der tut ja so, als hätte Jiggy irgendwie, keine Ahnung, als hätte er irgendwie so einen Clan-Angriff gegeben während der Autofahrt, Alter. So ein Drive-By-Shooting oder so. Bro! Ihm haben halt die Songs nicht so gefallen, Alter. Er übertreibt. Was da los? Immer weiter den Rothaarigen misshandeln. Denn er lutscht an Schwänzen und kubanischen Zigarren. Hängt in seinen Reactions und hält sich für einen geilen Hengst. Doch ich bin erst zufrieden, sobald er an einem Seil hängt. Piss in dein Haus und Garten. Mach mit deiner Slut eine Spritztour und mein kein Auto fahren. Keine Spur von Kompetenz, besser lernen zu spuren. Denn wer Wind sät, der erntet Sturm. Egal wie viele Shitstorms noch. Digga, hat sich okay, also hat sich anscheinend, ne? Der Jiggy hat Wind gesät, Digga, mit seinen Reactions. Was traut er sich denn auch? Jiggy, Mann! Du redest hier nicht mit irgendjemandem, du redest mit Julian Boss, Digga! Selber schuld! Selber schuld! Ist doch klar, dass du Sturm erntest, Digga. Wenn du dich mit Julian Boss anlegst. Denn wer Wind sät, der erntet Sturm. Egal wie viele Shitstorms noch kommen, es ist Julian Boss. Ich finde, die Hook hat was irgendwie. Storms noch kommen. Es ist Julian Boss, fick ihre Mütter im Contenance. Egal wie viele Shitstorms noch kommen, es ist Julian Boss, fick ihre Mütter
im Kontenant. Mann, Alter, ich will die originalen Videodaten haben, Alter. Ich will diese Performance-Szenen komplett durchgucken, Alter. Fick ihre Mütter im Kontenant. Julian Boss. Vielleicht hat das hier auch mehr. Also, vielleicht wirkt es dadurch, dass es so over the top ist vom Gesang. Dadurch hat das vielleicht so eine sarkastische, ironische Komponente. Vielleicht war das im letzten Song, ist es nicht so genug durchgekommen. Und dadurch war das so, war es einfach nur unangenehm. Aber hier hat es vielleicht so ein, kann man es irgendwie so auf einer anderen Ebene wahrnehmen. Und dadurch, keine Ahnung, kommt es besser. In Stereo und Farbe, Rapper lutschen Schwänze, ich bin hetero, sonst gar nichts. Nennt mich altmodisch wie Telefonanlagen, denn ich unterstütze keine Regenbogenfahnen. Keine Turniere, auch wenn sie es vergeblich wollen. Ich bin einfach nicht der Typ für eine Nebenrolle. Und eins solltet ihr euch merken oder tätowieren: Julian Boss, der Beste auf dem Channel hier. Und keine Ahnung wie... Alter, also jetzt mal, ne, die politischen Statements, Alter, die der Boss setzt, ohne Widerrede gegen den Mainstream, okay, ja, mutig, aber die Line hier, da bin ich sauer. Das ist ja auch ein Diss an mich, Digga. Tätowieren, Julian Boss, der Beste auf dem Channel hier. Was? Er weiß einfach genau, was er machen muss, ne? Er weiß genau, was er machen muss, Alter. So in einem Monat gibt's irgendwie so Julians Blog Mammut-Mix-Diss, Alter. 300 Teilnehmer, alle irgendwie geschändet worden von Julian. Alles so alte Opfer, die am Boden lagen und am Krepeln waren, Digga. Sie kommen als Team back und geben ihm endlich das, was er verdient hat, Alter. Wolltet ihr euch merken oder tätowieren? Julian Boss, der Beste auf dem Channel hier. Und keine Ahnung, wie wichtig das ist, nicht dieser Vollasi, doch hab mehr gefickt als gepisst. Mit dem Finger für Reaction-Spastiker und ficke Shirin in ihren Plastikarsch. Yeah, noch immer why so serious? Noch immer keinen Fick auf teure Videoclips. Hör deutschen Rap, wenn ich nen Scheißhaufen such. Mir egal, welches Jahr, jetzt ist 2000 Jules. Egal, wie viel Shitstorms noch kommen. Es ist Julian Boss, fick ihre Mütter im Kontenance. Egal wie viel Shitstorms noch kommen, es ist Julian Boss, fick ihre Mütter im Kontenance. Aber man, ey, es ist unterhaltsam, ja, das schafft er. Man will mehr sehen, Diggi. Ich wette, das waren geile Wochen. Ich glaube, man hat sich jede Woche wieder gefreut, was der Julian kickt, Alter. Er müsste normalerweise alle JBB-Turniere privat stellen, damit nur noch Julian Boss-Songs auf dem Channel sind, wenn er solche Ansagen bringt. Wird jedoch nie passieren, da diese die einzige Einnahmequelle sind. Nein, der ist natürlich, guck mal, Julian ist halt, der ist ja auch nicht dumm. Der weiß ja, was, welche Lines irgendwie kleben bleiben und welche Aussagen provokant sind und so. Ja, war natürlich eine gut gemachte Line, ob man dem jetzt zustimmt oder nicht. Ist eine andere Sache. Aber unterhaltsam, Digga. Okay, es hat immer der gleiche gemacht hier anscheinend, ne? Und die Beats sind auch alle von Darkies. Stabil, danke an alle, die den Beat feiern. Mir fehlen die Laternen. Verfetteter Fettsack aus Fettsackhausen. Didn't aged well. Ja gut, gerade in der Hinsicht gibt es ja einiges, was nicht so gut gealtert ist, ne? Unser Lieblings-Pommes-Panzer ist back. Ja, guck mal, das Problem ist halt auch normaler, also so in den meisten Fällen finde ich so Kommentare scheiße, ne? Also so, was weiß ich, Alter, ob jetzt einfach Äußerlichkeiten so, jemanden damit aufzuziehen, bin ich kein Fan von, so. Aber gerade bei dem Julian ist es halt schwierig, Mitleid zu haben, ja. Also man kann es ja nicht anders sagen, als er hat sich diese Zuschauerschaft ja selbst anerzogen quasi. Also da ist halt schwierig, da jetzt großartig Mitgefühl zu empfinden. Was ist das denn für eine Gossensprache, Herr Severin? Was ist denn in Sie gefahren? Nochmal, aber in den meisten Fällen würde ich sagen, ey, kommt, Alter, so egal wie jetzt jemand rappt oder so, ob einem die Mucke gefällt oder nicht, so, muss nicht sein. Ist einfach, so, weißt du, so, sind einfach verletzende Kommentare, so. Aber, bei einem Julian ist halt sehr schwierig, ne? Also ich meine, wie viele Leute haben ihr Fett wegbekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, auf seinem Kanal? Wie oft hat er sich abfällig wegen Äußerlichkeiten über andere Teilnehmer oder, keine Ahnung, Leute geäußert? Ja, und das kriegt er das halt selbst ab. Von dem her, feiere ich das trotzdem nicht so, weil kann mir kaum vorstellen, dass er selber damit zufrieden ist, dass er vielleicht nicht mehr die gleiche Form hat wie vor ein paar Jahren so. Ich würde sowas nach wie vor jetzt nicht unbedingt droppen. Ja, aber wenn man es dann liest, ist es schwer, das nicht mit einem Schmunzeln aufzunehmen, weil man halt weiß, Julian ist halt... Ne, irgendwo selbst verschuldet.